BMW startet mit dem neuen Fünfer eine Technikoffensive. Neue, sparsamere Motoren, zahlreiche Fahrassistenzsysteme und dazu eine neue, frische Optik. Die Modellpalette beginnt mit dem 520D für gut 37.000 Euro. Dafür gibt es 163 PS und einen Verbrauch von 5,9 Litern. Insgesamt 9 Motoren haben die Bayern für den Fünfer im Angebot. Die Top-Version, der 550i, bietet 367 PS für fast 63.000 Euro. Im Test der 530i mit Benzin-Direkteinspritzung und 272 PS. Der Motor hat keine Mühe mit dem 1,6-Tonnen-Schiff. Auf den kurvigen Straßen rund um Lissabon fühlt sich der Fünfer richtig wohl. Optisch fällt der neue nur Kennern auf. Die Frontschürze mit nach oben gezogenen Mundwinkeln, die neue Scheinwerfergrafik und eine chrom eingefasste Niere. Getreu dem Motto Never Change a Winning Team geht BMW behutsam ans Werk. Auch am Heck nicht viel Neues. Auffällig die 5 markanten Lichtleitstäbe in den Heckleuchten. Der Innenraum mit neuen Materialien zeigt sich technisch kühl und gut verarbeitet. Schaltpedals am Lenkrad deuten auf die Sportautomatik hin, die sparsamer sein soll als der Handschalter. Das iDrive wurde weiter verbessert und der Fünfer bietet jetzt ebenfalls die 8 programmierbaren Schnellwahltasten für Navi und Radio. Durch die neue Türverkleidung liegen die Fensterheber jetzt griffgünstiger. Der 3-Liter Sechszylinder stemmt ein maximales Drehmoment von 320 Newtonmetern auf die Hinterachse. Direkteinspritzung sei Dank soll er in der Automatikversion mit 7,5 Litern auf 100 km/h auskommen. Mit Handschaltung sind es 7,7 Liter. Topspeed abgeregelte 250 km/h. Bei Bedarf stimmt der 530i in 6,3 Sekunden auf 100. Die Sportautomatik wechselt dabei mit kaum spürbaren Schaltpausen die Gänge. Es fühlt sich fast an wie ein Doppelkupplungsgetriebe. Allerdings ist der Aufpreis von 2.300 Euro happig. Die normale Sechsgangautomatik gibt es für 200 Euro weniger. Insgesamt bietet der 530i keinen Grund zu Beschwerden. Allerdings muss man auch mindestens 45.000 Euro für den stürmischen Bayou-Wagen übrig haben.